Meine einzige Kontaktperson war zu der Zeit Kim Sabok. Sabo. Ja. Wir verstanden sein Englisch. Ja. Es gibt da sehr viele kleine Geschichten zu erzählen. Sein Englisch war so, dass wir manchmal gelacht haben und gescherzt haben. Also es sind so nette Erinnerungen an Kim Sabok, dem wir sehr, sehr viel zu verdanken haben. Und der hat mich auf dem Weg, schon als ich angekommen bin, zu der Zeit war es noch Kimpo Airport, ja, hat er mich auf dem Weg in die Innenstadt gebrieft. Das heißt, mir erzählt genau, was die Situation ist. Und ja, das war die einzige Person zu der Zeit, die wir hatten. Erstens hat Kim Sabok ja auch Interesse gehabt, der lebte von uns, er musste ja auch bezahlt werden als Fahrer. Und zweitens fand ich das sehr aufrichtig, dass er den Mut gehabt hat, das zu tun. Zu fahren. Ich denke immer, entweder hat er, wenn er ein eigenes Taxiunternehmen hatte, das wusste ich nicht, sein Taxiunternehmen gefährdet oder sich persönlich auch und seine Familie. Und deswegen bin ich ja so erpicht darauf, ob er eines natürlichen Todes gestorben ist, ob das stimmt, was man mir erzählt hat, dass er einen Leberschaden hatte oder Leberkrebs, dass er daran gestorben ist, oder ob er eingesperrt worden ist und durch die Tortur vielleicht ums Leben. Er war immer sehr dünn und schwach, aber sehr hilfsbereit und sehr humorvoll und nett.